Hallo und herzlich willkommen nochmal kurz zurück zu Resident Evil Village, zu der Maiden-Demo. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, nachdem ich die Demo durchgespielt habe, was passiert eigentlich, wenn diese liebe Dame hier sich vor uns da zusammensetzt, materialisiert, wir nicht durch die Tür laufen, sondern nach oben laufen. Können wir sterben? Überleben wir das? Kommen wir weg? Was passiert? Deswegen habe ich mir gedacht, das probiere ich kurz mal aus. Nimm das auf. Die paar Minuten denke ich mir, was das denn dauern wird. Ich denke, länger wird das nicht gehen. Das gönne ich mir doch mal. Also ich stehe jetzt schon mal hier unten, hol gleich den Schlüssel, komm raus und dann, glaube ich, kommt die Dame hier oben rauf. Was passiert eigentlich auch, wenn wir ihr hinterherlaufen? Das versuchen wir jetzt einfach mal schnell. Das heißt hier rein. Wir holen das Auge. Okay, und dann gehen wir mal raus. Sie geht da oder ja gerade die Treppe hoch. Und war heftig. Guck mal. Wir können hier hinterherlaufen. Hallo. Oh, Scheiße. Sie bemerkt uns. Sie kommt, sie kommt. Scheiße. Okay, wir kommen wohl nicht weg. Lass mich vorbei, lass mich vorbei. Okay. Das fühlt sich nicht gut an. Gar nicht fühlt sich das gut an. Ich kann nicht mal laufen. Ich bin tot. Ich kann also doch sterben. So gefällt mir die Jagd. Oh, Scheiße. Sie sind tot. Okay, wir können sterben. Okay, dann kommen wir hier wieder raus. Also nicht ganz von Anfang an. Das heißt, ups. Da ist sie schon weg. Das heißt also, wir können ihr echt hinterherlaufen. Man sieht sie da wirklich. Weil, wenn man normalerweise unten rauskommt, dann geht es ja so schnell. Dann geht es ja so schnell, dass man sie gar nicht richtig sieht, wie sie da oben raufläuft. So, dann holen wir nochmal den Ring. Aber ich glaube, damit ist auch schon die Frage beantwortet, wenn wir nicht hier reinflüchten, sind wir tot. Dann wird die uns. So, jetzt probieren wir das nochmal. Da ist sie. Der Sichel. Wenn wir ihr nicht zu nahe kommen, was passiert dann? Weg. Sie löst sich einfach auf und ist weg. Er schaut schon voll nach Vampir aus, oder? Okay, hier holen wir den Schlüssel. Okay, dann machen wir gar nicht lang rum. Ich glaube, das hat mir letztens mal nicht aufgemacht. Ist nicht so schlimm, da ist nämlich nichts drin. Okay, jetzt, wenn wir runtergehen, dann materialisiert sie sich hier wieder. Vor der Tür. Ich weiß. So. Die kommt jetzt hier irgendwo angeflogen. Achtung. Da kommt sie. Auch das hat man beim ersten Mal nicht so richtig gesehen.
Du bist ein Vampir! Verdammt! Nein, wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Panik! Falsche Tür! Lass mich in Ruhe! Komm, 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 du schaffst es! Du schaffst es! Meine Kehle ist so trocken. Ja, das sind Vampire! Das können nur Vampire sein! So, was passiert, wenn ich jetzt rauskomme? Ist er noch da? Hallo? 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 Bist du noch da? Oder ist sie weg? Ich glaube, sie ist weg. Ja, sie ist weg. Das heißt, hier unten rein und wir blieben, wenn wir nicht reinlaufen, irgendwo anders hinlaufen, sind wir definitiv tot. Okay, dann gibt es hier nur noch den einen Ausweg zu lieben Damen mit der großen Oberweite und den langen Fingernägeln. Das ist so eigentlich nicht so vampirmäßig, ne? Diese langen Krallen da so. Na gut. Das hat mich noch sehr interessiert. Auch sehr interessant, dass man ihr hinterherlaufen kann nach oben und man sie dann ein bisschen besser sieht. Ziemlich cool, ziemlich lässig. Ich glaube, ich werde mir das Spiel dann doch holen, wenn es denn dann rauskommt, obwohl ich ein, zwei andere Projekte schon am Vorbereiten habe. Aber wir werden sehen. Vielen Dank nochmal und bye bye.